Eigentlich sollte man dazu im täglichen Leben fähig sein, sagt der weißgraue Kopf und freut sich, das Erinnern der Schrift übergeben zu haben. Sie soll das Speichermedium sein, damit der Kopf frei bleibt. Frei bleibt zum Fühlen, frei zum Rausch. Rauschen in Textzeilen. Schwarzes Rauschen, weißes Rauschen. Symbiose mit der Linie, der Kurve, dem Schwung. Und das, was sich darüber hinaus schleudert. Eins und? Null. Ja und? Dein. Er oder? Sie. Die Maschine. Dein Service. Man ist gepackt von ihr, nicht mehr mit Gewalt, sondern mit Notwendigkeit führt sie uns, intensiviert unsere Wahrnehmung, augmentiert unsere Realität. Siliziumplatten stellen wir ihr zu Ehren auf, schlürfen dem Boden seine ressourcenintensiven Erden aus, Aluminium und Kreide, Calcium in unseren Knochen, Aluminium in der Erde, metallisch werden, Spiegelflächen. Glatte Oberflächen, erst mannigfaltig und durch unser geputschtes Erinnerungsvermögen galvanisiert zu klickbaren Oberflächen, die uns die ganze schöne Textwelt zur Verfügung stellen. In ihr wollen wir den Kick spüren, sonst landen wir noch im Grand N'importe quoi, im großen Irgendwas. Und wenn wir auch wissen, dass wir nicht vom Himmel gefallen sind, hindert dies uns noch lange nicht, den Himmel auf die Erde fallen zu lassen. Der Dreck lässt sich nur von außen beobachten und wir sind immer drinnen, online, auf der Linie bleibend, Linie haltend. Sterben ist eine seltsame Weise zu leben. Es kann durch einen Upload ersetzt werden, in dem die Welt zur Echtzeit wird. Dort dann in die Ewigkeit, für die magnetische Aluminiumwelt. Mit allgemein durchgesetztem Mindesttempo von 299.792.458 Meter pro Sekunde. Gerne auch unendlich, wenn geht. Wunschliste an Quarks und Quanten. Man kann ja freundlich nachfragen. Nicht austauschbar werden, uneinholbar werden, gleiten in die absolute Freiheit. Wir stehen in der weißgrauen, verwüsteten Textwelt in der Kreide. Es gibt keine Möglichkeit, keine Spur zu hinterlassen, also nehmen wir deine Spur auf, nehmen sie an, werden Spur. Während in einem verrückten Tanz die Finger über die Tastatur hüpfen, geben uns diesem Hüpfen hin, zuckender Körper vor glänzenden Oberflächen. Wir kriegen dich, ich kriege mich, wer bin ich in diesem Krieg? Wo bin ich? Ins Netz gegangen. Verschrieben, verschrien, verschränkt. Dieser Zaubertanz hat sich verselbstständigt. Echokammern, rufen wir. Und freuen uns über die nette Antwort, nicht mehr austauschbar, notwendig, von ihr geführt, Textur geworden, immer werdend, damit endlich etwas passiert, etwas Magisches, mit revolutionärer Kraft, bitte sehr, von Zeit zu Zeit, wie es halt ist im echten Leben. Das echte Leben. Wo ist es? Habe ich etwas versäumt? Etwas verpasst?
Was ist passiert? Und wie kann ich es begreifen? Habe ich adäquate Greifarme? Kann ich welche bauen? Mit Zangengriff und Messer das Leben bemessen, ausschneiden und rahmen. Für mein Bildschirmfenster. Ins Leben. Und zum Teilen mit fernen Freunden. Jemand, sie oder ich, tritt vor und sagt, ich möchte endlich lernen, endlich lehren zu leben. Endlich. Aber warum? Lernen und lehren zu leben? Eine merkwürdige Lösung. Wer sollte lernen und von wem? Lehren zu leben? Aber wen? Wird man es jemals wissen? Wird man es jemals verstehen, zu leben? Wo ist die Grenze? Zwischen mir und dem Leben. Zwischen mir und nicht mir. Zwischen Leben und nicht Leben. Aus dem Leben erzählt. Gezählt. Null und? Eins. Leben als seltsame Art zu sterben? Seltsame Samen. Wir mutieren. Enorm. Und brauchen viel Zeit, Zeit, Zeit. Wetterleuchten. Seiende in der Sprache sind wir. Heim und Unheim zugleich. Umschlagen ins Unheimliche vom einzigen Heim, dem Text. Alles andere hat er demontiert. Im Text ist allein die Tatsache, viel Zeit zu haben, Liebe. Einen Menschen zu beobachten, auch wenn man ihn etwas Grausames tun sieht. Zuhören, nachgehen, Folge leisten, ist eine Form von Liebe. Die Anstrengung, ein Unternehmen zu verstehen, bis du den Moment erreicht hast und du nicht mehr verstehen kannst. Das ist, was Liebe betrifft, die nachhaltigste Trainingsform. Das Leben, die Liebe. Das Leben, das Liebe ist. Kreideweißer Phönix der Demontage. Nichts anderes bleibt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Nur Leben, die Liebe. Sie hält die Welt zusammen. Denn unser essentiellstes Bedürfnis ist Gutenbergs Eingebundenheit. Zusammenbleiben bitte. Auch Ada Lovelace bindet ihre Liebesbänder, abstrahiert, mathematisiert und so weiter. Eins. Null. Eins. Null. Eins. Null. Eins. Null. Eins. 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 Das stört uns nicht. Das Schreiben, Beschreiben, Umschreiben, das Lesen, Herauslesen, Auflesen, Erlesen, Belesen, mit und ohne Besen, das ist die Kunst. Kreidebleich, tafelquietschend, mit langen Fingernägeln, schmerzhafter Flaum auf den Zähnen, Hexenflug. Die Kunst, die Literatur, die Philosophie, das Denken, das ist das Lebendige. Nur mehr im Text gibt es das Lebendige. Sonst ist eh schon alles tot. Natur ist Kultur, zugepflasterter Schauer. Schrift ist lebendiger als die Welt, lebensgebende Weltenerfinderin. Die Suche nach dem noch Ungedachten, für das es eine Sprache in der Sprache gibt. Unendlichkeit zwischen zwei sich ansehenden Spiegeln. Massenproduktion. Platz da für globale Bücherfabriken. Wir produzieren unsere eigene Selbstreferenzialität. Man fragt sich überhaupt, was dort fabuliert und fabriziert wird. Dafür gibt es keinen Respekt, nur Echokammern. Immer wieder, immer wieder, immer wieder Leben in der Echokammer. Doch die Spiegel, sie mögen sich nicht mehr. Verspiegelt können sie nicht mehr ansehen, ohne ihr Ansehen zu zerstören. Keine Alice hinter den Spiegeln, kein Wunderland. Ist das lebendige Denken überhaupt in guter Gesellschaft,
in dieser monologisierenden Gesellschaft, diesen geselligen Gleichmachungsmaschinen, globalen Fabriken, fabrizierten Klobussen, diesen kaum mehr Unterschied zwischen Mensch und Maschine, zwischen Mensch und Zeichen. Alles fluktuiert, springt, schwankt und dreht sich. Ein schöner Tanz, fast. Zauber auch, sicher. Und der schönste Tanz und beste Zauber ist das Zuhören, Nachgehen, Folge leisten, folgen, schreiben, wie alle anderen auch. Alles, was sich einschreibt, ist Schrift. Einschreiben, einreiben, abdrücken, wegdrücken, Abstand nehmen. Kaum habe ich ihn genommen, bin ich schon in die nächste Nähe gerückt. Kein Platz hier, kein Raum, kein freies Feld, keine Aussicht. Eingebunden in Ada Lovelace' Liebesnetz suche ich mich in dem Versuch, mir eine Höhle zu bauen, eine Grotte, ein Gretchen, eine Frage, einen Ruf. Zu finden, zu hören, zurückzuziehen, mich auszudehnen. All das zugleich muss ich mich mobilisieren mit Kräften und Säften, rund um den Globus, in homöopathischen Dosen vielleicht, aber immerhin. Mit dem haltlosen, verworfenen produktiv werden, minoritär werden, Tier werden, Frau werden, alles werden. Lust als Quelle und Motor begreifen, auf ihr beharren, sie einbringen, begreifbar machen, hingriffeln, begrifflich machen. Fließen lassen, glucksen, manchmal glücklich. Haha, gesellschaftliche Veränderung. Haha, Alufolie recyceln. Unbegreiflich formbar, normbar. Wie war das mit Grenze? Funkelnd im Finstern. Die werden wir nicht mehr so schnell los. Das bleibt. Reflexiv, das Licht zurückwerfend. Und das Ich auf mich. Auf mich zurückgeworfen, stellt sich mein Stoffwechsel um in schimmerndes Kreideweiß. Tafelmahl. Und abservieren. Ausgeschieden in die Knochengrubengrotte. Zermalm die Knochen, sieb die Erde. Lass die Grenze. Werde, sei Grenze. Bau dir deinen Raum. Lebe deinen Traum. Dreamliner. Traumreisen. In serieller Massenproduktion. 5-Bit. Mit einem Wort, vergiss das W, mach einen Ort und so weiter. Lass uns wie Weltmeister Worte werfen, meisterliche Welten entwerfen. Wo ist der Körper? Vergiss das W. O ist der Körper. O ist der Körper geworfen in die Welt? Die Geschichte der O? Weswegen wir fallen, immerzu, immer wieder, fallend und lallend, zu viel O, lachend auch, N2O, singend, auf unserem Weg, verschmutzen ihn, le mal propre, das eigentliche Übel, fader Feinstaub, fällt gerne. Wir bedecken die Erde und nehmen ihr Luft zum Atmen, berauschen uns daran. Auch hier, wenn ich tippe, unzählige Male auf dieser tapsenden, tastenden Tastatur, die Vögel sommerlich vor meinem Fenster, auch hier Herzschlag, innehalten, Blick schweifen lassen, Nacken entspannen, Fußposition verändern, Stirn runzeln, alles da. Es ist die Welt, welche die Bewegung und die Beweglichkeit, die Mouvance der Schrift ist, das Leben und darum auch die Toten, die die Schrift im Herzen ausmacht, die Schrift im Herz,
Alphanumerische Kürzel, Molekülreihen steuert die Zentralmaschine ihr zu. Wie Soldatinnen gliedern sie sich ein im Herzkreislauf. O2, 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 O2. Wir wollen den Sauerstoffrausch permanent im Sonderangebot. Binden das Hämoglobin, CO2 kommt auch mit, wenn es sein muss. CO, her damit, bitte töte mich. CO ist das Co. Textteil, was dich vernichten will. Co. CO. Täterschaft. Co. CO. Autorinnenschaft. Co. CO. Management. Teilung, Zerteilung, Organversagen, Organisationsversagen. TS ist gleich D groß P L R 2 1 H groß K groß M J plus SIG ist gleich 77 Y groß X M groß G groß E Z groß J 9 groß J groß C E groß C E I groß G P P D unterstrich U groß K 0 groß D B groß E plus H L ist gleich D E plus S A ist gleich X plus VED ist gleich O A H groß U groß K groß E W J S P 7 U J T B groß V groß A H groß W J U R groß Q groß K groß H groß Q Z J groß A K groß A groß Q 6 groß A groß E groß I groß N groß D groß A groß C Raute V ist gleich One Page plus Q ist gleich organloser Körper und Soldatinnen plus V ist gleich Force. Im Jahr des gefährlichen Träumens wurden die Soldatinnen umbenannt. Die Einheit muss erhalten bleiben, sagt das CO. Co. Unfähige Leben. Es sträubt sich, will die Demokratie nicht mehr, will lieber nur mehr Bücher lesen, alleine durch die Abwesenheit verstören, wie anno dazumal. Und auch gar nicht mehr den ganzen Scheiß atmen. Ich bleibe in meinem Zimmer, in der kreisrunden Echokammer, da bleib ich und bestürze mich über die Welt, die ankommen will. Lieber nicht, lieber stürzen, kreisen, nichts überstürzen. O2, 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 um sich dann doch im Denken zu überstürzen, wie es uns die Bücher überliefern. Was soll das? Wenn ich über Kunst spreche, geht es ums Denken, um eine Auseinandersetzung um die Welt. Und wir wollen nicht so
rationale, inhaltliche Zusammenfassung in der Vorträge liefern, sondern vielmehr so den Stimmen, die nach einem guten Protokoll so im Kopf herumklären, so einen lyrisch-musischen Ausdruck schenken. Und quasi so eine Musik hinter der Theorie oder sowas produzieren, aufspüren, suchen. Nachdem. Und das war heute unser erstes gemeinsames Lesen. Das war die Frage. Ja, genau. Also auch in der Zusammenführung von den Elementen, von dem Aluminium, das ist ein Material, mit dem ich arbeite. Und Julian hat mit dem Laubbläsemaschine seine Master gemacht, auch eine Arbeit gemacht. Und der Kreide, die jetzt nicht geflossen ist. Ja. Das hätte eine langsam runterwiesende Kreide sein sollen. Wir haben es extra gesagt, wir proben es nicht, weil wir ein bisschen Spontanität drin haben. Und das kommt davon. Okay. So eigentlich ist das Material, weil es anscheinend dann doch zu feucht, dass es dann doch in den Säckchen drin bleibt. Vielleicht war ich jetzt zu unaufmerksam, aber habt ihr das erklärt, wie diese eine Text von euren beiden Texten besteht oder wie eure dritte Praxis, die ausgeschmackt werden im Jahr, oder wie arbeitet ihr dann zusammen? Sitzt ihr denn an und schreibt ihr dann, oder sind das getrennt? Nein, das sind eigentlich getrennt, also es geht über 5 Jahre. Und beim ersten vom Alf Hornburg war das noch so, dann hat der Kilian begonnen mit einem Bild, da hat der Chef auch mitgearbeitet, auch mit einem Bildbeitrag dann, und ich habe auf das Bild reagiert und dann hat er auf mich reagiert und so haben wir das zusammengebaut. Und jetzt bei dem Text war eigentlich der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, wir können auch ineinander schreiben, also es ist nicht mehr so Absatz, 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 sondern ja, wir können wirklich aufeinander treffen. Also ich würde sagen, es gibt Stellen, da wissen wir noch, wer es geschrieben hat, und manchen finde ich mir einfach ganz sicher, weil es dann öfters hinher gewechselt hat und dann auch so verhandelt hat über Sätze und Wörter und so. Aber dass das Material dann verwebt wird, also es gibt ein Ausgangsmaterial von beiden und es wird nicht so verwebt, oder schreibt sie dann auch wirklich gemeinsam? Also es ist meistens so, dass eine Person einen Aufschlag gibt, also gleich nach dem Vortrag Besuch, irgendwas schnell reinpacken, und dann nimmt die andere Person diesen Faden, diesen Schwung auf und geht dann mit. Und dann, aber das wird immer so eine Entwurfform, und dann wird es halt noch irgendwie weiter so daraus. Manchmal muss man eine Schlaufe machen, manchmal kann man weiterweben, manchmal macht man einen Knoten. Und wie habt ihr jetzt diesen Text das erste Mal gemacht oder überhaupt zum ersten Mal gemeinsam was gefunden? Gelesen mit zum ersten Mal. Ja. Also unser erster Text ist mit der Engagé erschienen, die liegt auch da. Das ist der Text über Hornburg. Und dieser Text über Sixtur, den haben wir jetzt eigentlich gerade hier für die Werkstatt fertiggestellt. Und da schauen wir jetzt, ob wir das irgendwie publizieren oder so. Unser nächstes Vortrag, wo wir hingehen wollen, ist die Literatur Louis Foucault, schon vor Ende des Monats. Die wollen wir weiter reagieren. Und so. Ja, genau. Ich wollte dann mal schauen, was Oskar da mitgeschrieben hat. Die Maschinen sind mit uns. Aber das geht nicht. Danke fürs Zuhören. Ja, danke.